Moin, Freunde. Was? Wieso? Hallo? Willst du runter? Sie können keine Waffe verwenden. Na gut. Wo bin ich hier? Ich wollte Zucchini-Setzlinge kaufen. Aber die Preise sind so hoch, dass ich mir lieber einen Topf voller Gold wünschen sollte. Auf die meisten Sachen hat keinen Einfluss. Ich kenne das. So, hier können wir schlafen. Achso, genau, hier ist ja der Spieler versteckt. So. Ja, okay. Oh, hier machen die La. Im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben. Manche behaupten, die Abtrünnigen greifen bald an. Das wollen wir natürlich. Moin! Hey! Eine schöne Frisur, hätte ich fast gesagt, aber man soll ja nicht lügen, ne? Ich schätze, sie brauchen irgendeinen Sinn. Und Sinn, nun, ist hier nicht so leicht zu finden. Ja. Verschwinde, Kind. Kind? Was? In anderen Spielen. Ja, wärst du jetzt schon tot. Oh! Oh, was ist denn hier los? Oh, nice. Mann, ich will nicht meine eigene Pisse trinken müssen. Jemand muss was wegen der Situation mit dem Wasser unternehmen. Ich. Oh, die haben ja so eine Ziege. Und hier Salat. Ich renn einfach mal drüber, Leute. Tomaten. Oha, hier ist ja richtig was los. Weißt du etwas darüber, Aiden? Bitte? Nee. Kürbisse. Ja, hier geht ja richtig. Geht ja richtig was ab. Oh, nice. Ziggy, hallo. Oh, zwei Stück sogar. Digga, drei. Und ein Hühnchen. Und noch ein Hühnchen. Da kommt das Huhn also her. Hat sich verlaufen. Sorry, Leute. So, jetzt aber mal ernsthaft wieder. Wo wollen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen zu Daddy Das hier hin. So, was haben wir denn hier? Dachschule, ist eine Siedlung. Überlebendengebiet. Wir können ja auf dem Weg dahin eigentlich einfach mal so ein bisschen was abklappern. Wir gehen hier hin, dann vielleicht hier hin. Und dann können wir hier die Mission machen und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was freispielen. Hier ist so ein Fragezeichen, was heißt das? Unbekannter Ort. Mal herausfinden, was sich dort befindet. Ist halt in der Nähe, ne? Direkt hinter uns. Du bist neu hier, oder? Hier unten, oder? Du wirst schon sehen, dieser Ort ist voller Geheimnisse. Ja, okay. Davon wirst du nicht. Das Wasser ausgeht, sind wir alle. Ja. Okay, hier sind ein paar Beißer. So, wo ist jetzt dieser unbekannte Ort? Muss ich das jetzt mit dem Fernglas irgendwie herausfinden, oder? Hier. Okay. Das war doof. Hey, Hildegard. Sorry, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit zu quatschen. Du dampfst ein bisschen. Okay. Mal gucken, was ihr habt. Oh, ein bisschen Money. Nice. Sorry. Muss ich das mit dem Fernglas erkunden oder kann ich hier so walten? Entscheiden. Oh, nicht zu weit. Okay. Scheint auf jeden Fall jetzt so nicht zu sein. Geh mal hier rüber und falle runter und bin fast tot. Geil. So sollte man das vielleicht nicht machen. So, Militärkonvoi. Plündern Sie Waffen aus. Okay, ja, aber wo? Wo? Ist das jetzt irgendwie als Aufgabe da? Ich denke mal im Tagebuch dann, ne? Ich höre sie. Der einzige Ausweg. Story. Ja, wo ist denn jetzt dieser Militärkonvoi? Ist das jetzt hier? Achso, ich kann ja mal hier meine Fähigkeit machen. Gibt's hier was Tolles zu looten? Okay, hier sind noch ein paar Zombies. Ich gehe mal auf den Panzer rauf, würde ich sagen.
Und dann sehen wir mal, was passiert. Moin! Habt ihr vielleicht ein paar Waffen? Oh, die kommen hier hoch. Geht die hier so runter, ne? Hier, gleich mit dir. Komm. Zack, in dein Gesicht. Weg. Weg. Ja, geht lieber weg. Oder kommt wieder, wie ihr wollt. Zack, du kriegst auch noch. Ja, war doch ganz gut heute für uns. Im früheren Leben, das wissen nicht viele, war Aiden Fußballer. Fußballstar. Ich glaube, die auch beim AS Lepra. So, du bist tot. Du kriegst auch noch mal einen mit. Ja, komm, wir machen das jetzt mal so hier. Zack. Das ist mein Panzer. Kann ihn viel dringender gebrauchen als ihr. Aber wir können das Ganze auch ein bisschen schneller machen. Oh, ist, glaube ich, es wird dunkel. Ich habe keine Ausdauer mehr. Mal eben regenerieren lassen. Kommt hoch. Ich war mal eben deinen Kollegen durchsucht, ne? Ich bin von der Polizei. Einmal Ausweispapiere, bitte. Sorry, Leute. So. Wo ist jetzt dieser? Ja, die ist da schön, Alter. So, hier, aha, okay. Ich bin jetzt hier, aber was bringt mir das jetzt? Also, wo soll ich jetzt hier suchen? Hier hinten. So, Dietrich. Moin, Dieter. Nee. Ja, passt. Sauber. First try, ne? Oha. Batterie, Einmannpackung oder Einfraupackung, je nachdem, wie man es heutzutage nennen darf. So, hier können wir auch noch mal rein. Nee. Kommt da jemand? Das ist dieses Flatterband, Alter. Macht seinen Namen alle Ehre, auf jeden Fall. Nee. Na komm schon. Ja. Wir haben noch keinen Dietrich kaputt gemacht. Oh, was haben wir hier? Aufputschmittel, okay. Morphin. Ja, nice. Danke dafür. Jetzt würde ich gerne noch jemanden töten. Halten Sie. Moin. Oh, ach so, das lockt andere an. Okay, das ist doof. Warum sind hier auf einmal so viele? Moin. Was ist das jetzt auf einmal für ein Ausrufezeichen? Oha. So, unser Safe Room hier. Moin. Sie sind weg. Sie waren. Ja, so siehst du auch aus. Bei dir würde ich auch flüchten, Bruder. Achso, hier ist eine Siedlung. Ach so. Sorry. Ach so. Kostbare Güter. Die inmitten der Schlacht von Militär zugelassen wurden. Ja. Haben wir doch gemacht, oder nicht? Oder haben wir nicht alles? Doch so schön. Ich komme wieder. Ich habe alles für sie geopfert. Ja, wo soll denn noch was sein? Mal, also. Oder zählt das Ganze hier als Konvoi? Ich meine, bis da hinten hin. Da ist ja auch noch so ein Karren. Und ich glaube, dafür sind wir auch als. Darf ich mich denn etwa nicht über Ratten beschweren?
Moin. Wir wissen, dass der GRE bei diesem Virus versagt hat. Oh, wir wissen es. Sie haben meinen Vater getötet. Im Ernst? Mein Vater war hier als Kammerjäger tätig. Es ist peinlich, wenn man Ungeziefer hat, weißt du? Mein Papa ging immer diskret vor, hatte viele wohlhabende Kunden. Er machte alles alleine. Hatte für alles seine eigene Giftmischung. Hatte seine eigenen Desinfektionsmethoden. Darauf war er stolz. Eines Tages bot ihm ein zwielichtiger Typ ein halbes Vermögen an, ein Problem in Muddy Grounds zu beseitigen. Dem Kunden war es extrem wichtig, den Ort nachher zu desinfizieren. Gab meinem Papa sogar spezielle Chemikalien dafür. Das war ungewöhnlich. Aber mein Vater verzog keine Miene. Die Bezahlung war gut und wir brauchten das Geld. Am ersten Tag vergaß er sein Mittagessen. Also brachte ich es ihm. Es war ein piekfeines Haus, nördlich der Polder Avenue. Vor dem Gebäude waren vier Männer in Schutzanzügen in einem Laster. Ich versteckte mich in einem Gebüsch. Also, ich wäre weggelaufen. Plötzlich stürmte Papa aus dem Haus. Die Männer packen ihn und wollen ihn in den Laster schleppen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit: Das mache ich nicht! Solches Ungeziefer ist nicht mein Metier! Sie werfen ihn in den Laster und schließen die Tür. Ich schleiche mich ran und lausche. Du gehst da sofort wieder rein und dekontaminierst das komplette Haus. Alles muss sauber sein. Andernfalls killen wir deine Familie. Er ging wieder ins Haus. 8 Stunden lang blieb ich noch im Gebüsch. Hätte mir beinahe in die Hose gemacht. Als er endlich wieder rauskam, eskortierte ihn einer dieser Typen. Und 2 andere trugen etwas, das aussah wie eine Leiche. Sie brachten sie in den Laster und fuhren weg. Zu Hause drückte mich mein Papa an die Wand und sagte, er hätte mich gesehen. Ich sollte niemals wieder über diesen Tag sprechen. Kaum eine Woche später war er tot. Hätte Industriereiniger in einem schlecht belüfteten Raum eingeatmet. Es wurde zu meinem persönlichen Kreuzzug. Alles andere gab ich auf. Selbst als einen Monat später die THV-Pandemie ausbrach. Ich war davon besessen, herauszufinden, wer diese Leute waren. Schließlich fand ich einen Ex-GRE-Mitarbeiter, der bereit war zu reden. Worüber denn? Über den Ursprung des Ausbruchs. Über den Vorfall im Genfer Labor. Über die erste Ausbreitung der Infektion. Die Vertuschungsmaßnahmen. Mein Vater war daran beteiligt. Okay. Ich dachte immer, sie hätten ihn wegen seines guten Rufes ausgesucht. Weil er der Beste war. Aber nein. Sie nahmen ihn, weil er alleine arbeitete. Machte es leichter, die Spuren zu verwischen. Der Mann im Haus war Patient Null. Das war 6 Wochen, bevor der THV-Ausbruch bekannt gegeben wurde. Die Ratten haben ihn gekillt. Mich ließen sie nur davonkommen, weil sie zu beschäftigt damit waren, alles zu vertuschen. 6 Wochen vorher? Wow! Wenn die Leute das damals schon gewusst hätten... Das hätte sie alle retten können. Ja. Und die Verantwortlichen sind irgendwo hier. Und wenn ich sie finde, dann werden sie sich wünschen, die Infektion hätte sie erwischt. Nicht ich. Okay. Nette Geschichte. Ich gehe dann wieder. Danke für diese Plauderei. Ja, krass. muss man diese Orte jetzt entdecken oder zählen die jetzt, weil ich jetzt mal da war hier als entdeckt? Ich muss noch mal gucken, muss noch mal eben darüber. Wer ist das denn? Ist das ein Zombie? Ja, das war doof. Ja. Kommen wir hier nicht hoch, den Boss? Da hoch? Ah, okay. Geht doch. Geht doch. Moin. Du bist ziemlich komisch angezogen. Hast auf jeden Fall. Nein, will ich auch gar nicht. Lass mich in Ruhe, Mensch. Keine Zeit. Ja. Okay, so, hier ist ein... Oh, wir können mal handeln. Komm, wir gucken mal. So, bei Händlern können sie neue Waffen
Fertigungsteile und andere Gegenstände kaufen und die gesammelten Wertsachen sowie unerwünschte Last verkaufen. Sie bieten die leistungsstärksten Waffen, statten sie ihnen daher häufig mal einen Besuch ab, um ihre Kampfstärke zu verbessern. Finde ich gut. Händler finden sie in allen Hauptzentren sowie im Inneren von zugewiesenen Gebäuden und Siedlungen. Alles klar. Oha. Okay, wir haben 118. Jo, die haben die leistungsstärksten Waffen aller. Nichts. 18 Schaden. Siehst du überhaupt aus, Bruder? Junge, Junge, Junge. Ah, okay, wir können den ganzen Quatsch hier mal verkaufen. Verkaufen. Kriegen wir 16 Münzen für. Tischbein. Tischbein. 16 Schaden macht das Tischbein. Das hier hat halt viel Haltbarkeit. Was haben wir hier noch? Auch nice. Irgendwas müssen wir noch kommen für verkaufen. Das Tischbein. Das ist Zubehör, Verbrauchs, Handschuhe. Das wollen wir nicht. Verschiedenes. Ich denke mal, das hier ist das, was wir noch alles brauchen. Oder? Armreif? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja, eigentlich brauchen wir den ganzen Scheiß hier gar nicht. Schuhe, Ausgehschuhe hier. Kannst du haben, Bruder? Armreif, nimm mit. Was? Ein, ja. Ob wir einen 2 gehabt. Hat der irgendwie ein Limit oder? Ah ja, unten rechts. Ach nee, da wir alle Wertsachen verkaufen. Sind das hier alle Wertsachen? Mal ausprobieren. Ja, wir haben noch alles da. Also den Rest, ja, sehr schön. Gut, 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 gut. Jogginghose, kurze Tarnhose, okay. Ressourcen, das behalten wir ja. Die Wertsachen haben wir alle verkauft. Wir haben ein bisschen Money. Achso, ja, ja, müssen wir was kaufen? Nee, obwohl, oh, der hat ja aber ganz schön viel Haltbarkeit, ne? 18er Schaden. 138 Haltbarkeit. 500 will er dafür haben. Komm, verpiss dich, Digga. So, okay. Dann... Oha. Hey, 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 hey. Bruder, was war das? Wo denn? Was macht... Naja, ich komme gleich. Ich habe noch was zu tun hier. Okay, okay, Dreckiger, komm. Ach, das ist ein Bandit, alles klar. Ja, shit. Alter, hat sich das gesehen? Der ist von hier unten da hochgesprungen. Was will... Herbert, Alter, komm. Geh weg, Mensch. Keine Zeit für so einen Quatsch. Unten bleiben. Okay, wir haben ihm den Arm abgehackt, aber der Arm wirft hier noch einen Schatten. Okay. Geil, Alter. Muss mir das mal... Was war das? So. Ist leer. Nice. Also eigentlich gar nicht nice. Ein paar Teile gibt's. Suchen. Auch leer. Wurfspeer. Boah, geil. Den würde ich gerne ausprobieren. Irgendwo. Bei irgendjemandem. Will ich auch nochmal. Nee, nee, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Geil. Lass mal eben Gegner suchen. Oh, was hat er hier gemacht? Okay, der hat die alle auseinandergenommen, ne? Können wir den jetzt auch mitnehmen? Ah, dann bleibt der andere liegen, okay. Kann man damit zielen? Oh no! Macht wohl keiner auf, Leute. Wir holen uns den anderen nochmal. Ja.
Oh. Ich gehe. Hä, wo kommt der? Wo kommen die denn her? Was ist hier passiert? Ey, Wurfspeere sind geil. Boah, geil. Meine neue Lieblingswaffe. Nehmen wir mit. Den können wir nicht looten. Okay. Herbert! Hohoho! Ist das geil! Okay. Wurfspeere sind geil. Hier war doch irgendwo noch. Hier war doch irgendwo noch einer, den ich gekillt habe. Oder nicht? Auf so einem Spielplatz einfach, ne? Naja, gut. Oh. Oha. In die Wirbelsäule rein. Geil, finde ich geil, Wurfspeere. Moin. Komm mit. Bitte. Oh. Und der andere lässt sich aber auch nicht ablenken, ne? Er hämmert da fleißig auf seine Tür. Oh, das war ein bisschen früh. Oh, den hätte ich auch von hinten killen können. Taschenlampe soll ich hier einschalten. Ich meine, wir sind am helllichten Tage, Leute. Was ist das? Was ist das für ein... Oh. Was ist jetzt? Unten bleiben. Bitte bleiben Sie unten. Ausdauer. Und so. Also ich muss sagen. Fünf. Was ist los? Ist bald Nacht oder was? Hemmstoffbehälter erkannt. Oh, Hemmstoffbehälter erkannt. Wo? Hemmstoffbehälter in der Nähe. Aber wo? Hier? Vielleicht hier oben? Oh. Sorry. Okay, irgendwo ist hier ein Hemmstoffbehälter, aber ich weiß nicht wo. Auf jeden Fall unten, würde ich sagen. Aber da waren jetzt auch einige von den scheiß Viechern. Nee, warte mal, da wird mir doch angezeigt, glaube ich, ne? Ja, hoch. Komm. Hier unten, oder? Lass mal eben gucken. Verlassener Laden, Beute. So, nee. Hohe infizierten Lichter am Tag. Okay, ja, das habe ich gemerkt. Ja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir erstmal die Folge. Wir haben jetzt gar nicht viel geschafft. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann tatsächlich mal auf zu einer Mission. Man kann nicht so viel erleben, ist ja unnormal. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Spielstunden herkommen. Ist es ein Baby? Okay, na gut. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns nächste Folge. Dankeschön. Haut rein.